Hübsches Büro hast du. Well, you certainly did better than my bouncer did. Poor dear can't turn his neck to the right anymore. Already had a call from Boris. Wasn't too happy about tonight, son of a bitch. Say, would you like to get into the club business? Boah, jetzt krieg ich ja massig Erfahrung hier. Einen eigenen Club hätte ich gerne. Ich höre zu erstmal. I'll start this club. I have to take out a significant loan from a king bastard by the name of Boris, and every time I haven't been able to make the monthly plus interest, the bastard takes what he feels is a suitable late fee. Ich höre. I've got a club to run, so I'll be blunt. I refuse to fuck that fat misogynistic old man one more time to hold on to the club. So I need someone to eliminate him. Do this, and I'll make you a silent partner. Hier geht's ja wieder ab. Wo ist der Haken? Boris is high up in the Russian Mafia. Does that make a difference? Ich dachte auch nicht, dass es leicht werden würde. Ich mach's. That the Empire Hotel always has a few of the fiercest bully boys standing around trying to out-sneer each other. He's got a short temper, and more than likely he's been drinking for the last 4 hours. Yeah, key to the penthouse level. Wenn ich zurückkomme, reden wir über unseren Club. Venus will, dass sie Boris überreden, ihre ausstehende Rate zu erlassen. Vielleicht kann ich da ein bisschen mal mehr machen. Boris? Jiggly, Jiggly, ja, wir sehen uns später. Jetzt bin ich oben. Hui! So, hier lang, okay. Was steht denn Schönes in Ihrem Computer drin? E-Mail. Oh, da komme ich doch wieder nicht rein, wetten? Oder? Doch! Sklave. Wunderbar. Heute Nacht von Larry. Ich dachte, wir könnten die Nacht gemeinsam verbringen, wenn es euch beliebt, Herren. Zwei, dein Vater von Mama. Venus, dein Vater will, dass ich dir schreibe. Er hat eine Eiterbeule von 8 cm Durchmesser. Das musst du dir unbedingt ansehen. Also komm vorbei. Alles Liebe, Mama. Ja, sehr interessante Mails. Was haben wir denn da Schönes? Eine Brieftasche. Ob ich die einfach klauen kann? Ich speichere mal kurz. $50. Nee. Das lohnt sich nicht. Dafür Ärger zu kriegen mit meiner Clubpartnerin hier, wenn sie mich nicht verarscht. Nee, das lohnt sich nicht. Und ich hab so das Gefühl, sie weiß dann wieder, dass ich es war. So, okay. Was gibt's denn bei dir Neues Interessantes? Hey, you. Look, I'm sorry about before. You see, I'm a very passionate person. Oh, yeah. About everything. About art, entertainment, love. Kent says that is why he chose me. Yeah, you seem a bit strange to me. Soll sie anlügen? Aber was passiert, wenn ich das mache? Ich will sie ja nicht umbringen. Was zur Hölle ist der Unterschied zwischen diesen drei Antworten? Kein Problem, Patty. Ich habe Kent Ryan für dich gefunden. You are totally awesome. Well, it just goes to show you that you don't have to dress cool or have a lot of power to be a cool person. So, where is Kent? Bingo. No way! You're not serious! Ich kann sie... Die Frage ist,
bringt mir das jetzt noch was, wenn ich sie zu Pischer schicke? Oder ist Pischer jetzt schon über alle Berge? Also, die zweite Antwort ist auf jeden Fall, um sie umzubringen. Viertens ist scheiße. Und drittens... Ach, scheiß auf Pischer. Das probiere ich in einem anderen Playthrough aus. Aber das frage ich mich wirklich, ob man sie schicken kann, anstatt des Reporters. Weil man ja in gewisser Weise wieder die Maskerade wahrt, wenn man sie hier wegbringt. Aber ich überrede jetzt einfach mal, dass er nach San Diego abgehauen ist. Oh, that is totally Ken. He's so like that. I better go find him. He needs my help to do anything. Thanks again. Kein Thema. Fahr da einfach runter. Er wird schon nach dir Ausschau halten. Patty überzeugt, die Stadt zu verlassen. Josh. Das Geld da Bericht erstatten. Mach mal Lackmädel. Ich will auch raus. Okay, dann gehe ich gleich erstmal zu Skelter zurück. Das ist interessant. Diese ganze Pischer-Geschichte finde ich sowieso scheiße, dass ich es mir versaut habe. Aber die Menschlichkeit, den Bonus, den wollte ich unbedingt holen. Die Frage ist, wenn ich sie jetzt geopfert hätte, könnte ich sie als Alternative opfern? Und ja. Oder ist es eine... quasi ein weiterer Quest, noch mehr Opfer für Pischer zu finden. Gehen wir erstmal das Last Round ist am anderen Ende des... Ach, egal. Ich mache einfach mal einen kurzen Cut und wir sehen uns am Last Round. So, da sind wir auch wieder. Mal gucken, was der gutes Geld da so sagt. Ich werde das jetzt immer so halten, wenn ich durch eine große Stadt laufe und es passiert nichts und ich habe gerade nichts, was ich euch Bahnbrechendes erzählen kann, dann werde ich einfach einen kurzen Cut machen. Hey Skeletor. Ich habe mich um euer Problem mit Patty gekümmert. Yay! Es macht mich echt scharf, wenn ich was für die Anarchen tun kann. Kann ich dich noch irgendwas fragen? Yeah. Nö, nicht wirklich. Das war's, wa? Ja, Quest erfüllt. Nochmal Erfahrung eingesackt. Gibt es bei Jack was Neues? What's up? Ich mache immer noch sinnlosen Schwachsinn für LaCroix. Ich weiß, aber ich kann dem nicht entkommen. Womit habe ich diese ganze Aufmerksamkeit eigentlich verdient? Aber wieso ich dann? Aber ich, sagen wir mal, ich will mich auf die Seite der Anarchen schlagen. Warum sollte ich ihm helfen? Play the game. I will do this, Jack. Okay, verstanden. Gut. Denn jetzt wieder ganz am Weg zurück zum Empire Arms Hotel und gucken wir mal, was die russische Mafia so treibt. Und ob ich den Quest, der eigentlich schon wieder nach Gewalt klingt, mal wieder anders lösen kann. Geht eigentlich immer in dem Spiel. Das Ding ist aber, wenn man nicht genug Skill hat für die Alternativen, sag ich mal, für Verführen oder für Überreden oder für Einschüchtern, dann kriegt man die Varianten einfach nicht. Weil das Ding ist, man kann wirklich abhängig von den vampirischen Fähigkeiten, von den Skills, wirklich fast jeden Quest auf 3-4 verschiedene Weisen lösen. Ich meine, das hat das Spiel ja bisher schon bewiesen. Eindrucksvoll. Und soweit ich weiß, hält sich das auch so zu 90%, innerhalb von 90% des Spiels. Nun ja. Gucken wir mal, was der gute Boris
sagt oder ob er wieder zu tief ins Wodka-Glas geschaut hat. Und jetzt brauche ich auch nicht mehr schneiden, jetzt sind wir auch schon fast da. Nein, falsche Richtung. Schneller! Wir müssen fliegen. Wie ein großer schwarzer Schmetterling. Frag mich, ob ich auch immer mal ins Kino kann. Und ob da ein cooler Film läuft. So, wir sind da. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Durch Blutkonserven halten sie etwas Blut und Heilung. Sie sind zwar schwerer zu erlangen und auch nicht so wirkungsvoll wie frisches Blut, können sie aber in schwierigen Situationen retten. Wenn gerade keine andere Nahrung erhältlich ist. Ja, das stimmt. Aber ich habe ja auch noch keinen neuen Händler entdeckt dafür. Okay. Schauen, ob wir irgendwelche Informationen über den Typen nicht in Erfahrung bringen können. Vielleicht hier unten irgendwie? Hier ist was los. Hey, hier war ich noch gar nicht drin. Wie konnte ich die Tür übersehen hier? Was haben wir denn da? Hi Tom, wenn wer eine Ersatzkarte braucht und dir hol dir erstmal den Namen und der Suite aus dem Computer. Guten Nacht. Das Passwort ist Wohlstand. Okay. Suiten Gästedaten. Wohlstand. Oh, was haben wir denn hier alles? Albani Suite. Ist frei. Nächste Reservierung Sonntag. Okay, langweilig. Buffalo Suite. Ist belegt. Gast Boris Chekhov. Gebucht bis unbestimmt. Ja, da wollen wir gleich hin. Aber keine wirklich wertvolle Information. Habe ich falsch geschrieben? Itaka. Itaka Suite. Oh Gott, was für ein Name. Ist belegt. Gast Ashley Jones. Kenne ich nicht. Noch nicht, jedenfalls. Manhattan Suite. Frei. Brooklyn Suite. Ist belegt. Jasper Locke. Gebucht nächster Monat. Ja, okay, die ist tot. Königin Suite. Man sind das Namen. Belegt Inventar. Ingvar Johansen. Gebucht bis auf weiteres. Okay. Nicht so interessant. Was haben wir denn bei Gästedaten? Wohlstand hoffentlich. Wieder. Gästedaten. Habe ich es falsch beschrieben oder brauche ich hier nochmal ein Passwort? Ah, ich brauche nochmal ein Passwort. Gästedaten. Das kriegen wir doch hin. Yeah. Macht. So, was haben wir denn über Boris? Chekhov. Schreiben schwierig. B. PayTV. Planet La Femme. $10. Hummer und Steak. $80. Na, das sagt mir jetzt viel. Johansen. Keine. Jones A. Falsch. Flasche Champagner. $290. Und Locke Jasper. Nichts. Okay, war nicht so interessant. Deshalb konnte ich mich wahrscheinlich auch reinhacken. Oh. Nein. Lass mich rein. Ja, nichts weiter Interessantes erstmal. Vielleicht ja später. Hi. Gibt's hier jetzt irgendwas Cooles? Mittlerweile? Kann ich Billard spielen? Nö. So, hier noch was? Nö. Eigentlich war ich ja hier überall schon, dachte ich. Aber im letzten Mal war hier noch nicht viel los. Ja, ich kann endlich in die Männertoilette. Alles sauber. Tja, könnt ihr mal sehen, wie Männer Toiletten benutzen. Okay. Hier ist anscheinend nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Und durch die Lüftungsschächte können wir auch nur hier im Erdgeschoss rumklettern. Wenn ich mich recht erinnere.
Hier ist immer noch voll die Party und irgendwie sehen immer noch alle uninteressant aus. Und hier ist immer noch nichts. Okay, dann gehen wir jetzt hoch. Hätte ja sein können. Hey du, ich brauch mal wieder. Was zur Hölle? Oh, 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 oh. Oh. Das hat keiner gesehen. Dumm, die dumm. Mein Blut war nämlich nicht ganz voll. So, ganz nach oben müssen wir. Ah, mal gucken, ob wir nicht gleich zusammengeschlagen werden wieder oder wir massig töten müssen. Manche Kainskinder glauben, es stehe eine Aufrechnung bevor. Die Mächte des Himmels würden sich aufmachen, über die Vampire und das, was sie aus der Welt gemacht haben, zu richten. Andere sprechen vom Los oder Gehenna, der Nacht, in der die ältesten Vampire sich erheben, um ihre Nachkommen zu verschlingen und ihren eigenen Hunger mit dem verfluchten Blut des Textes Derm verschwindet. Ich würde sagen, ich habe doch einen Schlüssel und hier nicht. Hier auch. Ich habe also die Qual der Wahl. Ah. Maintenance. Wartungsraum. Stufe 7. Das müsste ich mit Blutmacht jetzt schon hinkriegen. Ich habe ja meinen Skill ein bisschen erhöht. So, und jetzt machen wir mal hier die... Ja, ein Schleichquest. Gefällt mir gut. Hier noch irgendwas. Vielleicht hier in der Schublade? Nö. Gucken wir mal, wo dieser Schacht hinführt. Er hat doch gelacht, wenn der nicht zu Boris führt. Schleichen wir uns direkt an seinen Wachen vorbei.